Kennt ihr eigentlich noch den hier? Nein! Mann! Noch Skindenix! Damals war er für seine besonderen Brillen berüchtigt. Und heute hat er eine ganz besondere auf. Und deswegen ist es wieder Zeit, ihm eine no-skinhafte Lektion zu erteilen. Willkommen zu diesem Skin-Contest! Bruder, du musst doch einfach hier einmal raus, Digga. Der Rest kann weiter. Da oben auf den Berg! Stirbt ihn! Na! Was geht ab, Leute? Dennis am Start und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen in einer neuen Folge. Ihr wisst ja Bescheid, gestern hatte ich noch eine Story mit Flags und heute ist es wieder Zeit für den Stream-Snipe-König. Und ihr könnt schon sehen, wir sind wieder in der neuen Location, diesmal nicht auf dem Dach, weil die meisten wissen, dass auf dem Dach die Stream-Sniper rumlummern. Wir verstecken uns hier hinter dieser Theke und da, oh mein Gott, das ist ein Typ mit so einer riesen fetten Brille und er denkt, er wäre stylisch. Aber nein, 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 nein. Die stylischsten, das sind immer noch die No-Skins. Wir hören jetzt einmal zu, was er zu sagen hat. Yo, Leute, willkommen zu diesem Skin-Contest. Freunde, ihr seht mich, den Styler, den allerdrippigsten mit der goldenen, mit der Superbrille. Freunde, ich werde heute mir diese kompletten Skins hier anschauen, eure Brillen bewerten und ich bin gespannt, ist da vielleicht eine Brille bei, die ansatzweise an meine rankommt? Wir werden es sehen, Freunde. Oh mein Gott, was ist das bitte schön für eine Brille? Eine Taucherbrille? Ey, vielleicht ist da der stylischste im Schwimmbad damit, aber doch nicht in einem Skin-Contest. Ey, was sollen die ganzen Zuschauer denken? Ich würde sagen, das müssen wir... Wer ist denn hier? Heilige Mutter Maria, geh mal weg hier. Oh. Hä, Bro, woher kommt er denn, Digga? Wer bist du denn? Okay, Digga, stell dich einfach mal ran. Alles gut, Digga, kannst auch mitspielen. Okay, also, warte, ich zähle einmal alle durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte, es fehlen irgendwie ein paar Leute, aber ist jetzt auch nicht so wild. Okay, ich bewerte die Brillen, Freunde, wir fangen bei ihm an. Bro, ich bin ehrlich, du hast gar keine Brille, Digga. Und ich kann das gar nicht ab, Digga, wenn Leute keine Brillen haben. Deswegen bist du raus, Digga. Habt ihr das gerade gesehen? Schon den ersten hat er direkt bestraft. Und PS, das war ja eben gerade eine richtig knappe Nummer mit dem Typen. Ich hoffe, der verratet mich nicht. Aber egal. Gleich werden wir einen Stream snipen. Mal gucken. Denn vielleicht kriegt er irgendwie Paranoia oder so. Ich bin richtig gespannt. Ja, Digga. Also hier muss ich sagen, das bockt schon, Digga. Also dieses Orangefarbene gefällt mir. Aber Bro, probier mal Taucherbrillen. Ehrlich, die würden hier stehen. Was? Was? Wer hat gestreamt sniped? Wer hat gestreamt sniped? Von wo? Ey, Jungs, schaut euch mal um. Von wo wird hier gestreamt sniped? Ich glaube, ey, Jungs, alle das Dach durchsuchen. Ey, ich bin hier hinter der Theke. Ey, ich muss mich am besten hier irgendwo verstecken. Ey, die sind schon richtig nah dran gewesen. Ey, dieser Raum scheint irgendwie hier sicher zu sein. Und er will jetzt tatsächlich das Dach... Er will tatsächlich das Dach durchsuchen und ich bin noch mal gut davon gekommen. Ey, Leute, scheiß drauf. Alle wieder zurück, Mann. Hört doch bitte auf zu streamsnipen. Ihr wisst doch, ich hab Aggressionsprobleme, bitte. Womit habe ich das verdient? Ich will hier in Ruhe die Brille. Ey, ein Taucher. Was geht ab, Bro? Ein Taucher, Digga, hat auch eine Taucherbrille. Bruder, du bist zu 100% weiter. Du bist weiter. Erst hier der Ehre, Bro. Komm, ich klatsch mal ein, Digga. Oh mein Gott, da hat tatsächlich jemand einen Taucherskin. Also so würde dieser Typ auch im Ingame sehen. Würde man für ihn einen Skin entwerfen. Aber nun gut, jetzt ist es wieder Zeit zu beobachten, was da noch so geredet wird. Denn ihr wisst schon, mir passt das hier überhaupt alles gar nicht. Wo sind denn die No-Skins? Das sind doch die einzigen der Skins, die hier durchkommen sollten. Ey, Jungs, ich bin auch so froh. Endlich mal keine No-Skins. Letzte Runde so viele No-Skins. Die kommen bei mir immer direkt bam, raus, Jungs. Ich will ich hier nicht haben. So, Bro, was ist das, Digga? Bro, das ist ein Astronautenhelm. Das ist doch keine Brille. Raus. Leute ohne Brille fliegen hier instant raus. Ich kriege hier eins zu viel. Oh mein Gott, schon wieder hat er einen gekillt. Da bleiben ja kaum welche für mich übrig. Ey, da. Warte, was ist das für ein Apfel? Ich mag ja eigentlich Äpfel. Was? Schon wieder hat jemand gesniped. Ey, wer war das? Jungs, durchsucht mal hier alles. Ey, ist er jetzt wieder auf dem Dach? Leute, von wo wird hier gestreamt sein? Ey, Leute, baut alle Wände ab. Ich will hier alle Wände runtersehen. Schnell. Den Rabauken finden wir. Der kriegt seine Bestrafung. Oh mein Gott, jetzt werden wirklich alle... Nein. Jetzt bin ich aber wirklich geliefert, wenn das hier zu weitergeht. Die wollen hier wirklich alle Wände kaputt machen. Ey, hier kann ich mich ja nirgendwo mehr verstecken. Deswegen brauchen wir jetzt hier eine richtig spezielle Location. Vielleicht müssen wir von ganz weit entfernt snipen. Ich weiß es nicht. Aber wenn hier alles wirklich gleich kaputt sein wird, dann habe ich ein großes Problem. Digga, wo ist der hier? Digga, ich hab doch alles...
wir haben doch hier alles abgebaut. Ey, Jungs, habt ihr irgendwas gesehen? Habt ihr irgendwas gesehen? Bitte, bitte schreibt mal kurz in den Chat. Habt ihr den hier irgendwo gesehen? Wo ist der, Digga? Ey, Retalk, ich bei solchen Leuten, die hier einfach Leute mit Brille. Guck mal, mit Brille, man muss Respekt haben vor Brillenträgern. Das geht so nicht. Man kann die nicht einfach snipen. Der muss doch hier irgendwo sein. Ey, wir haben fast alles abgebaut. Ey, Jungs, wir bringen das Dach zum Fallen. Kommt, alle mithelfen, alle mithelfen. Ey, schaut mal, wie weit die schon hier alles abgebaut haben. Ey, es wird richtig knapp. Es wird richtig knapp. Ey, oh mein Gott, die haben ja wirklich alles abgebaut. Ey, zum Glück habe ich mich da nicht mehr versteckt. Alle jetzt in eine Reihe. Stellt euch jetzt hier alle in eine Reihe. Wir machen einfach weiter. Ey, Ehrenbruder Hologramm, was geht, Digga? Was geht, Bro? Geile Brille. Ey, das ist immer der Ehrenbro. Jede Solo-Runde. Ich lande hier, Digga, und treffe einfach hier den Ehrenmann. Komm, wir machen mal hier ein paar Dances. Okay, guck mal den Kleiner an. Der wird jetzt... Oh! Was? Scheiße! Los geht, Dennis hat gestreamt sein! Bruder, was soll das? Ich hab ne Brille! Ich brauche Respekt, Digga! Und so ein kleiner No-Skin Benny Boy wagt es mich zu streamen. Oh mein Gott, ich hab tatsächlich direkt den Shady erwischt. Ey, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, und was ist jetzt mit den Rest? Die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Wir haben auf jeden Fall erfolgreich gestreamsniped. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch jemanden erwischen. Oh, wer bist du denn? Ja, moin Meister. Oh, oh, okay, jetzt sind die ein bisschen aggressiver. Ich glaube, ich gehe mal weg. Ey, aber es war auf jeden Fall richtig geil. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Okay, Freunde, wir hatten eben gerade eine richtig krasse Runde. Und jetzt sind wir in der zweiten und er hat diesmal das Kolosseum als Location ausgesucht. Mal gucken, welches Thema er jetzt hat. Ich weiß es ja nicht, ich bin ja No-Skin. Mir sind die Themen sowieso egal. Neue Runde, neues Glück, Freunde. Thema war Gladiatoren, weil, Leute, guck mal, damals, wäre ich damals, wo noch richtige Gladiatorenkämpfe bei den Römern und so waren, wäre ich damals mit meiner Brille gekommen, ich hätte keine Rüstung gebraucht, weil, Jungs, damit besiegst du jeden Feind. Jeden Feind besiegst du mit dieser Brille. Ey, was sagt er da? Ich meine, früher die Gladiatoren, die sahen ja eher so aus. Mit seiner Brille, die hätten sich totgelacht. Die wären wahrscheinlich gestorben vor Lachen. Ey, nee. Ich zeig ihm gleich mal, wie viel seine Brille bringt. In der letzten Runde hat sie ja gar nichts gebracht. Okay, Bro, also Bruder, der ist aus Metall. Der ist echt stabil, Bruder. Ich muss sagen, das Schwert gefällt mir, passt auch gut zu Gladiatoren. Bro, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit zu schmeißen? Ey, die nehmen ihn gar nicht ernst mit der Brille. Ey, wenn ich in diesen Skill-Contest, ich würde ihn auch nicht ernst nehmen. Ich würde einfach machen, was ich will. Aufhören! Hört auf, was werft ihr mich mit Bällen ab? Ey, Bro, mir reicht's. Raus. Okay, jetzt ist er ein bisschen streng geworden. Aber dadurch, dass er streng geworden ist, sind da nur noch 4 Stück. Ey, Balter macht da wirklich nur noch mit einer Person Skin-Conteste. Das tut er mir ein bisschen leid. Da will ich ihn direkt pushen. Okay, also ich muss sagen, bei dir die Axt, Bro, das sieht wild aus, Digga. Also der, guckt euch den einfach mal an. Der sieht wild aus. Aber ich glaube, gegen meine Brille, Bruder, hättest du leider doch keine Chance. Aber wir machen einfach mal weiter. Rote Ritterin, auch nice Skin. Kombi, gefällt mir alles, passt auch sehr gut. Okay, und da ist jetzt der einzige Skin, der einigermaßen zu dem Thema passt und den werden wir einmal ganz kurz bestrafen. Hä? Was? Woher kam das, Leute? Woher kam das? Hört doch endlich auf zu Streamseiten! Hört doch mal endlich auf! Ich will hier in Ruhe bewerten. Thema war Gladiatoren. Allein schon diese Respektlosigkeit. Ich habe eine Brille, ich bin Brillenträger. Brillenträger unter Wasser oder was? Bist du vielleicht ein Fisch in echt und bist ganz selten unter Wasser? Oder wie soll ich das verstehen? Na gut, da holen wir uns direkt den nächsten. Mann! Hört doch auf zu streamen! Wer hat ihn gekillt? No Skin Denex? Moment mal. Oh nein, ist das jetzt der Moment, wo er wahrscheinlich weiß, wer ich bin? Ich habe schon sehr viel Erfahrung mit ihm gemacht. Damals hatte er irgendwie 5 oder 10 Brillen auf und dachte, er wäre der Coolste. Dann habe ich ihm gezeigt, wir Noskis sind die Coolsten. Und jetzt zeige ich es ihm wieder. Ey, der hat bestimmt richtig krassen Hass auf mich. Ey, Noskis Denex. Ich weiß doch ganz genau, damals, ich habe meine Brille zerstört. Jetzt reich eine Taucherbrille und ich bin stärker geworden. Ey, Noskis Denex, diesmal, Digga, du wisst mich nicht. Ey, Jungs, kommt mal, versteckt euch mal ein bisschen. Geht mal hier so an den Rand. Ihr wird uns bestimmt nicht snipen, ey. Ich weiß doch ganz genau. Meine schöne grüne Brille. Ich hab sie kaputt gemacht wegen ihm. Nein, die sind jetzt alle weg. Aber egal, wir werden die da irgendwie finden, suchen und kaputt machen. Ey, Leute, hier im Gefängnis sind wir am sichersten. Wisst ihr, hier kann niemand rauskommen, aber auch niemand reinkommen. Ich würde sagen, wir bewerten jetzt die Skins, Freunde. Wir sind nur
noch zwei Kandidaten? Mann, wie kann das eigentlich sein? Es sind schon so viele Zuschauer gegangen, weil die ganze Zeit gestreamsniped wird. Okay, ich glaube, die sind hier gleich in der Nähe. Oh mein Gott, die sind da. Der Vitae-Skin bockt nicht so. Ich finde den Gladiator am krankesten. Der sieht auch so ein bisschen future-mäßig aus, Digga, mit dieser Rüstung und so. Ey, Leute, irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ah, nein! Los geht der Nix! Ich dachte erst, der wäre Nix! Was? Los! Ey, oh mein Gott, wie er langsam sich umgedreht hat. Oh, meine Brille. Oh. Ja, ja, jetzt ist Schluss. Was ist da abgegangen? Ey, oh mein Gott. Ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Ey, dieser... Oh mein Gott. Wie kannst du es wagen, Digga? Zum zweiten Mal in Folge streamsniped er. Okay, Freunde, wir sind jetzt in der dritten Runde und er ist richtig aufmerksam, dass kein Streamsniper da ist. Er macht extra kleine Runden, wo richtig viele Leute sind, damit er einfach den Überblick über alles hat. Schaut mal, hinter ihm ist nichts weit und breit. Ey, Digga, es ist so safe hier. Also, wenn hier jemand streamsniped, letzter Versuch, Leute. Sonst gehe ich auf, ich mein's ernst, weil dann habe ich auch keinen Bock mehr. Freunde, kommt mal alle hier auf den Stein hoch, weil da versagt ihr so im Boden. Kommt mal alle hier auf den Stein. Habt ihr gehört, oder? Und ey, deswegen werde ich ihn von dieser Entfernung jetzt streamsnipen. Ich meine, mich wird er nicht erkennen. Erst recht nicht durch seine Brille oder was er da immer auf den Augen hat, ja, da hat er ja noch eine schlechtere Sicht und so werde ich ihn von einer richtig krassen Entfernung snipen und ich beweise es euch einmal. Leute, Thema war Star Wars, ich würde sagen, wir fangen mal an zu bewerten. Ey, nicht hacken. Okay, wir bewerten hier den Stormtrooper. Ey, geiler Skin, Bruder, kannst auf jeden Fall weiter, ist gut kombiniert. Hier muss ich sagen, Bro, ich weiß nicht, Digga, ich weiß nicht, Bruder, du musst doch einmal hier einmal raus, Digga, der Rest kann weiter. Ich hab ihn erwischt von dieser Entfernung. Ey, der härteste Job der Welt ist aus dieser Entfernung zu streamsnipen, weil, ey, du riskierst Kopf und Kragen, ich sag's euch. Bro, hat gerade jemand gesniped? Ey, ich hab gar nichts mitbekommen, Leute. Hat gerade jemand gesniped? Nickt mal, wenn jemand gesniped hat. Nickt mal bitte. Nickt mal mit. Ey, Jungs, was soll der Scheiß? Lass doch, ey, da hinten irgendwo. Nein! Nein! Doch rein! Ey, ey, diesmal killst du hier nicht alle! Diesmal killst du hier nicht alle, Digga! Was ist denn hier los, Mann? Oh mein Gott, ich hab jetzt den zweiten erwischt! Digga, bin ich irgendwie verrückt? Bin ich verrückt? Ich bin nicht verrückt! Ich bin bei klarem Verstand! Hier ist weit und breit niemand! Von wo wird denn nie gesniped? Bitte, kann mir jemand erklären, von wo? Okay, jetzt versuchen wir den nächsten zu erwischen. Ey, da hinten irgendwo. Da, ich hab's gesehen. 217 Meter, Digga. Was ist denn bei ihm los? Der Streamsnipe-König hat mal wieder bewiesen, wer hier der Streamsnipe-König ist. So ein Ding ist es. Und wir gehen jetzt in die finale Schlacht, denn es ist die dritte Runde. Und ich denke mal, wir werden ihn jetzt das letzte Mal zeigen, wer hier der tatsächliche Boss ist. Alle die Waffen! Wir holen ihn jetzt! Wo ist er? Jetzt kriegt er mal seine Abrechnung. Da oben auf dem Berg! Stirbt ihn! Oh mein Gott, die sind jetzt auf dem Weg zu mir. Ein Mandalorianer ist mit mir am Helfen. Er wird mir helfen. Los, snipen wir die weg. Verräter! Da oben ist ein Verräter, killt den! Was soll das? Denex schon wieder. Ey, ich kann's nicht fassen. Nein, von wo bin ich gekillt? Nein. Leute, das ist ja ein richtiges Krieg, oder was? Ich kann nicht bauen. Ey, ich muss hier runter. Ich kann nicht bauen. Ja, ich bin safe. 20 HP. Oh, ich hab noch einen erwischt. Nein, oh alle down, alle sind down. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott, was für ein Krieg hier ist, ey. Jetzt hab ich zu viel. Ey, ich geh auf, Leute. Ich geh auf, ich hab zu viel. Das war der ultimative Krieg. Streamer gegen Streamsniper. Und wir haben den Krieg gewonnen. Und hier ist irgendein Ehrenmann, der mir geholfen hat. Bruder, danke, Mandalorianer. Hier kriegst du jetzt deine Waffen wieder zurück. Ja, und jetzt kannst du weiter Fortnite als Bot leben. Ja, und ich würde sagen, wir waren erfolgreich. Er ist heftig ausgerastet. Freunde, lasst unbedingt Like und Abo da. Und ich würde mal sagen, checkt mal auch den Shady ab. Und bis zum nächsten Mal. Euer Derex. Haut rein.